So, Tachinassenbären und herzlich willkommen zu einem wichtigen Informationsvideo. Ja, ihr seht im Hintergrund jetzt hier meinen Kanal offen. Den habe ich euch aufgemacht, weil ich jetzt euch erklären will, was die nächste Zeit bei mir geändert werden wird. Und zwar wird mein Kanal demnächst ein bisschen umstrukturiert. Da ich jetzt bald die 100 Abonnenten erreicht habe, werde ich jetzt auch mal umstrukturieren, dass das Ganze auch dann definitiv ein bisschen besser ausschaut als jetzt. Ja, als allererstes werde ich hier zum Beispiel meine E-Mail auch umstellen. Da habe ich nämlich mittlerweile extra eine für Kontakt. Die kann ich jetzt gleich umstellen. Das machen wir jetzt gleich. So, passt. EOB Let's Play Kontakt, genau. So, das kann ich jetzt gleich umstellen mit euch zusammen. Das haben wir jetzt umgestellt. Ja, ich werde jetzt zum Beispiel hier, die Beschreibung wird überarbeitet, komplett, also die schaut dann ganz anders aus, wenn ich fertig bin. Ich werde da unten das Kapitel nochmal ein bisschen abändern. Und was ich vor allem auch mal machen muss, da hänge ich nämlich extremst hinterher. Das seht selber, hier sind die Thumbnails auf jeden Fall noch zu machen. Das muss ich definitiv machen, weil das schon besser ausschaut, wenn das wieder einheitlich ist, weil das ist ja alles hier noch einfach nur hochgeladen sozusagen. Weil ich die Zeit auch nicht richtig hatte, die letzte Zeit, das dann noch nachzubearbeiten. Ja, ich werde alles natürlich wieder mit solchen Thumbnails versehen. Jedes Video hier, was offen ist. Und mal schauen, wenn es zeitlich sogar noch hinhaut, werde ich sogar die ganzen, ganzen Videos weiter unten, ich muss bloß immer hin. Ja, das werde ich jetzt zum Beispiel auch mal anders versehen und... Was ich definitiv auch mal machen werde, ist, die ganzen Videos, die ich hier zum Start gemacht habe, sozusagen ab dem hier, werde ich wahrscheinlich auch noch, wenn ich die Zeit dazu habe, alle noch abändern. Also alle noch mit dem Thumbnail machen. Und auch die ganz alten Videos von mir, die hier, werde ich natürlich auch alle mit Thumbnails versehen. Wahrscheinlich. Je nachdem, wie ich es halt schaffe von der Zeit her. Das ist halt die Frage, wie ich es schaffe von der Zeit her. Aber weil ich ja auf jeden Fall gemacht werden, ist so wie jetzt das hier. Das werde ich auf jeden Fall noch machen. Das hier auch noch. Und das hier auch noch. Und die Rest und die restlichen da oben halt alle. Aber das ist verdammt viel Arbeit. Das alles nachzuarbeiten mit Thumbnails. Dann werde ich eine einheitliche Videobeschreibung, das kann ich euch jetzt hier mal zeigen. Komm, geh weg. Pause. So. Ich werde zum Beispiel auch hier die Beschreibung, ich glaube, ich mache mal die auf, ne? Genau, werde ich auch abändern, weil hier viele Leute sollen jetzt zum Beispiel nicht mehr drinstehen, die werde ich auch rausschmeißen. Dann hier die Beschreibung generell mal abändern, weil das hier mehr oder weniger ganz schön wenig, man hat bloß den Text und so, das wird auf jeden Fall auch noch abgeändert und verbessert. Und da werde ich dann für jedes Video, werde ich mir dann deine Tippen sozusagen, nicht für jedes Video, halt für jedes Spiel, werde ich da auch noch eine abtippen. Dann werde ich, wo haben wir das, wo haben wir es? Ich glaube, bei meinem Kanal war es dabei. Genau da. Ja, dann werde ich die Playlists hier auch immer nochmal komplett durchgucken, ob die irgendwie, unsortiert sind, das sind aber mehrere, das sind nämlich so viele jetzt haben wir es. Die werde ich auf jeden Fall auch nochmal komplett alle durcharbeiten und schauen, ob die irgendwie manche Videos vielleicht nicht ganz in Reihenfolge sind oder so, das muss ich halt mal schauen und die werden dann dementsprechend auch nochmal neu strukturiert. Und dann muss ich mal schauen, ob man die vielleicht auch von Ding her, das kann ich jetzt mal schnell schauen, wenn ihr dabei seid. Playlists. Bearbeiten. Playlist-Einstellungen. Sortierung manuell. Ja, irgendwie muss ich jetzt mal genau durchschauen. Da werde ich mich auf jeden Fall befassen, aber jetzt zum Beispiel machen wir es mal so.
Zum Beispiel, wenn jetzt da nehme ich jetzt mal eine andere Playlist dafür her. Welche wäre denn das? Die hier zum Beispiel. Da werde ich dann schauen, ob das jetzt wirklich hier zum Beispiel Fahrt 1, Fahrt 2, Fahrt 3 und so ist. Und dementsprechend das dann halt umsortieren, dass das schon mal vorab gemacht ist. Dann werde ich mir hier hinten einen anderen Hintergrund machen, den eigenen. Weil ich habe zwar im Endeffekt einen, aber den hat es mir nicht akzeptiert, richtig. Den muss ich nochmal umbasteln. Das Profilbild kann man ja soweit lassen, aber da wird auf jeden Fall der ganze Kanal von A bis Z nochmal komplett neu strukturiert und verbessert. Ich werde mich auch um meinen Fanshop kümmern. Ich werde mich um die Internetadresse von mir kümmern, also meine Internetseiten. Kann ich euch auch mal kurz auflisten. Hier zum Beispiel werde ich dann auch noch mal komplett. Das wäre jetzt zum Beispiel der Hintergrund, den ich gerne haben würde, aber der geht halt auch nur dann, wenn ich den noch ein bisschen ändern kann. Dann werde ich hier wie schon auf jeden Fall komplett überarbeiten, weil Mods und Skins zum Beispiel habe ich mittlerweile massenhaft, also die werden auch auf jeden Fall noch überarbeitet. Und wenn ihr Mods haben wollt, also wenn ihr irgendwelche speziellen Mods haben wollt, wie jetzt das, den schmeiße ich übrigens noch raus. Wenn ihr spezielle Mods haben wollt, die euch irgendwie interessieren würden, so Lackierungen vor allem, gerade Lackierungen, Lackierungen ist das Beste, weil das kann ich definitiv euch eine machen. Dann meldet euch einfach unter der geschäftlichen Adresse da, wo habe ich es jetzt? Ich glaube, die war dabei. Kanalinfo. Genau. Hier bei dieser E-Mail-Adresse. Schreibt mich da einfach an und wenn ich das dann sehe, dann kann ich euch zurückschreiben. Dann kann ich euch eine kleine Lackierung machen. Allerdings sage ich es gleich mal vorab, es wird nicht so sein, dass ich jetzt hergehe und hier dauerhaft jeden Tag mehr oder weniger für jeden 100 Lackierungen machen kann. Ich kann euch eine Lackierung gerne machen, aber bei einer zweiten oder bei einer dritten müsst ihr dann ein bisschen warten, weil ich muss halt aber auch andere Projekte noch am Laufen. Zum Beispiel. Kann ich euch das mal zeigen auf meinem Facebook-Account? Ich habe, ja, Yahoo, weil ich jetzt nicht. Da habe ich mich jetzt vertippt. Ich wollte, hier glaube ich, war das. Genau. Ich habe hier zum Beispiel mein großes Projekt hier am Laufen. Wenn es endlich mal aufmacht. Ja, mit diesen Highlight-Lackierungen, wie ich es jetzt hier habe und hier habe. Das wird auf jeden Fall kommen. Und da werde ich auf jeden Fall noch mehr Trailer und auch die anderen LKW-Modelle, wie jetzt Scania, Mercedes, werden alle noch dann mit dieser Lackierung versehen. Und dann auch für diesen Kollegen hier, für diesen Florian. Für den habe ich auch noch einen Mod. Sozusagen in Auftrag momentan. Der wird natürlich auch noch kommen. Vielleicht sieht man es hier auf seinen Bildern irgendwo. Aber ich glaube eher weniger. Ja, das war das Handy von DR Let's Play. Der hat wieder mal sein Handy runtergeschmissen, was bei ihm nichts Neues ist. Ja. Und Gabay Garage will ich auf jeden Fall auch mal wieder bringen. Oh, Leute, das. Und auch die ganzen anderen Spiele, die ich schon lange Zeit nicht mehr gebracht habe. Wie zum Beispiel auch den Fahrsimulator. Driver San Francisco. Das sind so Sachen, die auf jeden Fall noch mal wieder kommen werden. Subway Surfers. Was hat man noch? Na, wo ist es? Bausim werde ich wieder bringen, Slither.io und so. Die ganzen Sachen halt, die ich länger nicht mehr gebracht habe, die werden auch wieder kommen. YouTubers Live auch. Und ab 1.12. ungefähr, so um den Dreh, dann wird es eh ein paar mehr Videos in Zukunft geben. Da werde ich auch vielleicht auch mal ein, zwei Tage auch mal einen kompletten Let's Play Marathon machen, aber das sehe ich dann, wie ich das mache und da werde ich euch noch informieren. Oder ihr seht es dann so oder so, wenn ich dann massenhaft Videos hochlade. Ja, das mal alles wollte ich jetzt euch mal erklären. Bin jetzt wieder voll ins Reden reingekommen. Wie immer.
Falls euch das gefallen hat, dass ich euch da informiere, gleich mal vorab, dass da auch in der Zeit, wenn ich jetzt das Ganze neu strukturiere, nicht mehr ganz so viel kommen kann, weil ich da viel Zeit auch rein investieren muss, um das Ganze neu zu basteln. Ist ja klar. Falls euch das gefallen hat, dass ich euch da informiere und ihr das echt super findet, könnt ihr auch ein Like da lassen. Falls ihr neu seid und ihr das mitbekommen habt, dann klickt doch mal bei den anderen Videos rein und lasst mir gegebenenfalls auch ein Abo da. Und dann bedanke ich mich und wünsche euch noch einen schönen Aufenthalt im Internet und danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.